So Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit LP dran und wir fahren fort mit Let's Play Yoshi's Woolly World. In der letzten Episode haben wir hier ein bisschen ja, rumgefällt. Also ich habe jetzt wieder ein bisschen gespielt, wir haben alles eingesammelt. Hey, wir haben alles eingesammelt! Nice. Und nun wollen wir diesen dämlichen Knotbär noch auf das Gesicht hauen. So, und ich glaube, ich weiß wirklich, wie ich den besiegen kann. Soll, muss und so. Ich muss einfach seine dämliche Kanone irgendwie treffen mit meinen Schüssen. Und das werde ich auch tun. Das haben wir gesehen. So, ich habe nämlich mehrere Möglichkeiten, sage ich mal, das zu tun. Jetzt hätte ich es zum Beispiel machen können, aber ich war halt nicht sicher. Und jetzt! Haha! Und jetzt wird das Ding wahrscheinlich explodieren und dann kann ich den hier machen. So, Knotbert, ne? Was sagst du dazu? Gut. Das muss ich jetzt nur noch ein paar Mal machen. Das ist fies von dir. Oh, ich bin fast durchgefallen. Meine Güte. Ich sollte mir sowas nicht antun, ja? Ich habe nicht keine Lust, das noch zum x-ten Mal durchzuzocken. Wow. Kumpel. Was soll das denn jetzt? Ja? Nimm das! Verdammt. Ja, von oben angreifen ist natürlich immer eine... Letzte Sache! Oh yeah! Habt ihr das gesehen, Leute? Bär, mit mir hat man keine Späße, wenn es um Spiele geht. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Oh nein! Was ist das denn bitte für ein Bosskampf? Ich kämpfe hier eher gegen Kugelwillis als gegen den Typen. Please, Kollege. Verdammt. Ich muss eine schrottige Kanone treffen. Nein, ich habe nur noch einen Treffer. Das wird wieder böse enden. Nimm das! Nein! Oh, Frick. Oh, Frick. Oh, Frick. Nein! 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 Nein, weh, du machst das ganze Gedöns nochmal. So, das ganze Gedöns mit von hinten auf mich schießen. Das fand ich nämlich nicht so nett. Ja. Nein! Nein! Gott! Ich krieg hier noch einen Herzinfarkt, ja? Nimm das! Nein! Ich hab Angst. Ich hab Angst. Jetzt. Nein. Warum tue ich mir das an? Ah. Ich habe Angst. J'ai peur. J'ai beaucoup de peur. Das ist Angst auf Französisch. Oh, komm schon. Okay. Ich soll nur dafür sorgen, dass die... Ja? Nimm das! Yeah! Leute! Boah! Das! Boah, Alter! Yo! Und wir haben das perfekt abgeschlossen, bis auf die Herzen, aber hey, was soll's? GG! Good game! Es ist halt so, dass man unlockt den Übergamer-Modus, wenn man nur einen Strich hat und ganz viel neu machen muss, ja? Oh. In diesem Level fehlt mir ein Rücksetzpunkt. Rücksetzpunkt? Checkpoint? Ein weiterer vor dem Boss wäre natürlich nett, ja, aber... Oh Gott! Boah, Leute! Was für ein Yoshi kriegen wir denn jetzt dafür? Oh! Zuckerwatte Yoshi oder sowas? Kaugummi Yoshi! Oh, schön. Jetzt haben wir natürlich 5 Minuten mit dem Bosskampf verschwendet. Weil ich so schlecht war. Aber hey, wollen wir Welt 6-5 machen und zwar... Die Masche der Buhus. ja, komm. Das hat... Nein!
Oh, ich bin zu weit gerutscht, das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich stärkere Stampfattacken. Ja, toll. Yay. Das ist ja natürlich wunderbar, wenn man stärkere Stampfattacken hat in so einem Level. Guckt euch den süßen Buhu an. Ahaha. Oh nein, bitte nicht. Hallo. Ich meine, klar, das kann. Oh, jetzt muss ich alles per Hand einsammeln. Das gibt es doch nicht. Kriege ich irgendwie. Gut, ich habe hier keine Wollis. Das heißt, ich muss durch die Tür durch. Na? Oh, genau 6 Schuss. Das ist sehr gut. Ich mag die Musik. Hier hast du eine Tür. Schön, danke. Ich danke dir, Spiel. Und ich komme. Ah, hier raus. Das ist ja nett. Nach oben. Was ist denn oben? Ich komme da doch nicht hoch. Darf ich etwa auf die Buchus treten? Natürlich darf ich nicht auf die Buchus treten. Was rede ich denn da? Ah. Hä? Ich soll nach oben. Ha? Toll. I am slightly confused, ja. Das kann sein. Oh, kann ich nicht einfach ein schnelles Level haben, wo ich einfach nur Jump'n'Run-mäßig Sachen machen muss? Nein, nein. Du musst doch ein paar Grusel-Levels hinter dich bringen. Ich meine, das ist ja schön zum Entspannen und so. Nehme ich überhaupt auf? Ja, tue ich. Aber. Halt, stopp. Okay, gut, es rendert. Oh. Wo soll ich denn hin? Ja, toll, eine Blume. Oh. Okay, ich muss die Buchus also so treffen, dass sie. Oh, Hilfe! Oh, ich bin voll der coole Typi. Ach Gott. Ist das nervig? Ich hätte gern wieder meinen Spyro-Modus zurück. Aber wir sind noch am Anfang. Ich hätte gerne das hier. So. Ich kann das in der Mitte des Levels wechseln. Ich kann das in der Mitte des Levels wechseln. Au. Oh. Ich bin der heldigste Held, den es jemals gab. Ja, der heldigste Held, den es jemals gab. Ich hätte mir mein Leben so viel einfacher machen können, aber nein. Nein, warum einfach, wenn es auch schwer geht, ja? Ich hätte aber jetzt gern trotzdem. Nein. Das hier zurück. Ja, okay, Frage ist aber, wie ich die treffen soll, ne? Oh, so. Nein, warte. Der Buhu-Ballon. Okay. Ich muss hier scheinbar Buhus nerven. Na gut. Aber ich mag die Designs der Buhus. Sie sind voll süß. Buhus sind sowieso voll die süßen Kreatürchen. Ich habe jetzt aber nur eine Blume gefunden. Hä? Ah. Verstehe. Bleibt das jetzt auch so? Hoffentlich. Wer fies sonst, ne? Ist hier sonst was? Oh. Bleibt das so? Ja, was glaubst du wohl? Manchmal bin ich wahrlich ein Held. Ne? Das muss man doch zugeben, ne? Das muss man wirklich zugeben. So. Okay.
Wolleknubbel Nummer 1. Bitte sei Nummer 1. Es ist Nummer 1, Halleluja. Na gut, gehen wir weiter. Weiter, weiter in diesem Geisterschloss. Ja, ich nehme an, ich habe jetzt genug. Also, 1-1 noch. Oh nein! Fiese Horrorblumen. Ja, die fies grinsenden Fake-Blumen. Kann ich euch eigentlich aufschnappen? Da ist ein Schlüssel. Da ist ein Schlüssel, ja? Habt ihr... Oh, ich kann den nicht aufschlecken. Das... Halt, stopp, Moment mal. Ich komme doch sicher zurück, ja? Oh. Ah, der obere Weg wäre der Fake-Blumenweg, aber da oben sieht's so aus, als ob da noch Items sind, die uns... Ah, ich verstehe. Und da ist Blume Nummer 2. Blume Nummer 3. Hm, na gut. Du machst... Oh. Ja, also, na dann. Ich wollte ja noch oben. Nein! Yoshi, was machst du da? So. Ich kann eigentlich das hier machen. Dann hier hochgehen. Und gucken. Ich hab's doch gewusst. Ich hab's doch gewusst. Haha! Mir kann man nichts vormachen. Außer man ist sehr gut in Sachen vormachen. Dann könnte man wahrscheinlich schon was vormachen, aber... Wie zerplatzen die Blumen, ne? Aber ich meine, mit allgemein, ne? Okay. Gut, da ist der Schlüssel. Wie ich da wohl hinkomme? So. Aber ich finde es schön, dass wir die Fake-Blumen dann doch sehen, ne? Ich finde, das ist eigentlich ein... Das ist ja sehr interessanter Gegner, ne? Warum gehe ich hier oben durch? Bin ich denn des Wahnsinns? Ich ja. Ja. Das, ich bin nicht aufmerksam, das ist das Problem, ne? Aber die Aufmerksamkeit schwindet nach einer einstündigen Aufnahme dann doch. Das ist aber keine Ausrede. Das ist nur... nein. Ja. Das ist nur was los. Nur eine Erklärung, ne? So. Wisst ihr, was passiert, wenn man sich die Haare etwas kürzer schneidet? Man will sie auf einmal lila schrägstrich blau oder sowas färben. Ist das ein Zeitding? Ja. Okay. Na komm. Oh yeah. Das ist natürlich Absicht, dass ich so lange brauche. Ihr kennt mich doch. Immer... Oh. Immer halt schön die Spannung aufbauen, ja? Spannung ist wichtig. Merken wir, sind Fake-Sachen. Du bist zwar keine Fake-Sache, aber du bist nicht unbedingt das, was ich hätte finden wollen. Wo ist das denn jetzt hin? Honestly, will ich aber zuerst den Schalter aktivieren. Wenn ich das denn tun dürfte. Okay, das steigt. Sehr schnell. Egal, was man macht. Aber da muss doch irgendwas sein, ja? Na gut. Machen wir das halt nochmal. Komm her. Nein. Komm her, Kumpel, ja? Och, der arme Kaugummi-Yoshi, der macht sich in die Hose. Weil das alles viel zu gruselig für ihn ist. Nix. Are you serious? Natürlich ist da noch was, bitte. Okay. Gehen wir durch diese Tür hinaus, jetzt da wir hier gefunden haben, was uns gefehlt hat. So, mein Akku ist bald wieder leer. Das ist aber ein großer Buhn. Und auch dieser große Buhn fürchtet sich vor Dingen. Ja, ich hab doch gewusst, dass hier irgendwas ist. Und der große Bube zu einem großen Bu-Ballon. Haha,
Ha? Halt, stopp, Moment. Okay, gut. Ich dachte, da könnte doch irgendetwas sein, aber da war nichts. Nur ein falscher Alarm. Aber Vorsicht ist ja... Ja, wir wissen besser als Aussicht. So, Frage ist natürlich, wie komme ich da hoch? Oh. Komm her. Wie komme ich da wohl hoch? Ich habe einen riesen Buhu. Ich frage mich, wie ich da wohl hochkomme. Ja, mir fehlt ein Wolleknubbel, aber... Das muss ja nichts heißen, ne? Das muss halt nichts heißen. Ich gehe einfach mal durch, komm. Der Buhu denkt sich, oh, ich habe ihn weggeruselt. Seht ihr, das muss nichts heißen. Wenn ich den dritten Wolleknubbel nicht finde... Na komm. Ja? Kann ich einige Sachen hier sowieso knicken, ne? Also, ich weiß ja nicht. Ich komme nicht mehr zurück, das ist das Problem. So. Wow! Oh nein, hier können ja auch Fake Flowers drin sein. Ich nehme den Checkpoint nicht, weil ich nicht weiß, ob da vielleicht nicht... ob mir nicht vielleicht noch was fehlt. Tja, dann suffere die Konsequenzen. Das gibt's doch nicht. Warum tue ich mir das an? Also nicht das Spiel, sondern das... ich weiß ja nicht. Da könnte irgendwas sein, das nicht gut ist. Boah. Tut mir leid, Leute. Aber ihr müsst das nur ansehen. Ich muss mit dieser Person hier leben. Mit mir selbst, ja. Mit sich selbst muss man im Einklang sein, sagt man. Das ist viel einfacher als... Naja. Einfach gesagt, als getan. So. Aber wenigstens weiß ich jetzt, wie die Sachen hier funktionieren. Also sollte es nicht so lange dauern, wie halt vorhin. Ich habe noch genug Wollis. So. Zack. Durch da. Das wird schon klappen, Leute. Das wird schon klappen. Ihr müsst nur ein bisschen vertrauen. Wir haben echt alle Wollis, ne? Das soll also echt nur fehlen. Wir sind schon bei 18 Minuten. Wobei, ja, eigentlich... Eigentlich würde das Level ja hineinpassen, ne? Thing is... wir haben halt den Bosskampf noch in die Episode schieben müssen, weil ich zu lustig dafür war, letzte Episode. Das zu schaffen. Weil ich fantastikulös da irgendwie runtergefallen bin, oder ich habe mich drauf treffen lassen. Also so ein Zeug, ne? So, diesmal ist ich nicht nochmal... treffen. So. Nach oben. Mein treuer Buhu. So. Seht ihr, wie schnell das jetzt läuft? Aber wir werden trotzdem... Ja, wenn das Level trotzdem nicht zu Ende machen. Ich glaube, ich gehe noch bis zum Checkpoint. Und... Dann werden wir... in der nächsten Episode das Level fertig machen. Ich mag den Buch honestly. Nein. Was mache ich denn jetzt? Durch den Buch kann ich ja nicht durch, ne? Na gut. Opfer müssen gebracht werden. So, jetzt habe ich den Schlüssel. Gehen wir nach da oben. Komm, Buhu. Folge mir. Ins Ungewisse. Na komm. Nach rum. Nach rum. So. Oh, es klappt. Ist hier so sowas? Was ich verpasst haben könnte? Nee. Okay. Durch da. Jetzt sind wir wenigstens bei perfekten 20 Minuten ungefähr, ne? Ist ja auch was. Checkpoint. Danke.
So, Leute, würde ich mal sagen, was das für heute. In der nächsten Episode machen wir das Geisterlevel fertig und dann gucken wir doch, was auf uns wartet. Ich danke euch vielmals fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Ciao.